Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch wieder mal eine Idee, was man mit Pesto machen kann, außer es zu Nudeln zu essen. Wir haben für unser heutiges Rezept einen Hefeteig hergestellt, den wir nun auf etwa 5 mm Dicke ausrollen. Man kann dafür auch einen Brotteig oder auch einen Pizzateig benutzen. Wir rollen den Teig möglichst rechteckig aus und bestreichen diesen dann mit Bärlauchpesto. Jede beliebige andere Pesto-Sorte funktioniert natürlich genauso. Allerdings lohnt es sich hier wirklich eine würzige Pesto-Sorte zu benutzen. Dann schmecken die Hefeschnecken wirklich sehr lecker. Nun belegen wir den Teig noch zusätzlich mit Käse. Wir benutzen hier Gouda. Jede andere Sorte funktioniert natürlich auch. Nun kommt der etwas schwierige Teil der ganzen Sache. Wir versuchen nun den Teig aufzurollen, ganz ähnlich wie man auch Zimtschnecken herstellt. Wichtig ist dabei, dass wir das Ganze ganz vorsichtig machen, damit die Käsestücke und auch das Pesto am Platz bleibt und nicht zur Seite rausgedrückt wird. Wir haben übrigens schon einige weitere Rezepte in einer Playlist zum Thema Pesto-Anwendungen gesammelt. Ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Und falls ihr gerne mehr kreative Rezepte zum Thema Wildkräuter oder auch Wildfrüchte sehen wollt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne unseren Kanal abonnieren. Sobald wir den Teig erfolgreich komplett aufgerollt haben, schneiden wir ihn in etwa 2 cm dicke Scheiben. Dabei ist auch wieder etwas Fingerspitzengefühl gefragt, damit die Füllung nicht rausgepresst wird. Diese Scheiben legen wir dann in eine gefettete Auflaufform, genauso wie man es auch bei Zimtschnecken macht. Genau genommen stammt daher auch die Idee. Wir haben dieses Rezept etwas abgewandelt und haben diesen Hefeteig einfach mit Pesto und Käse gefüllt. Eine weitere Variante wäre natürlich auch, statt des Hefeteigs einen Blätterteig zu benutzen. Allerdings ist dieser in der Herstellung wesentlich aufwendiger, falls man ihn selber macht. Sobald alle Schnecken platziert worden sind, lassen wir das Ganze noch etwa 30 Minuten lang gehen. Dann werden die Schnecken auch noch etwas größer. Dann bestreuen wir sie noch mit gehobeltem Parmesan. Natürlich funktioniert hier auch eine andere Käsesorte genauso gut. Dann backen wir das Ganze bei 180 Grad Umluft, circa 25 Minuten lang. Ja, und so sehen unsere Bärlauch-Pesto-Käse-Hefeschnecken nun aus. Am besten schmecken sie natürlich frisch und noch heiß. Ich glaube, dass die jetzt gleich ganz schnell verschwinden werden. Das war's mit dem heutigen Video und guten Appetit!